Nee, ernsthaft. Habe ich keine Dietriche? Wo sehe ich denn, wie viele Dietriche ich habe? Also hier mal nicht. Charakteranpassung. Ausrüstung. Wenn dann unter Ausrüstung, Ausstattung, Farben, Kopfbrust, nee, da kann ich den nur anpassen. Das bringt so gesehen gar nichts. Die Tür ist verriegelt. Ja, alles schön und gut. Aber ich muss doch da dann irgendwie reinkommen, oder? Ich kann nur ins obere Stockwerk, das bringt mir aber nichts, weil der Schauplatz ist im unteren Stockwerk. Da muss es doch einen anderen Weg reingeben. Da gibt es hundertprozentig irgendwo Tür oder Fenster oder sonst was. Ich meine, im oberen Stockwerk... Ne, hier gibt es irgendwie nichts. Weil im oberen Stockwerk, da gibt es keinen Weg, der nach unten führt. Zumindest habe ich jetzt keinen gesehen. Ich meine, ich kann gern nochmal gucken. Springt denn der hin? Sie betreten eine Untersuchungszone. Doch, es scheint dann dieses Gebiet hier zu sein. Aber das Merkwürdige ist, hier ist mal wieder kein Hinweis versteckt. Beziehungsweise ich finde keinen Hinweis. Komm hier durch die Tür durch? Nee. Was ist denn, wenn ich mal versuche, aufs Dach zu klettern? Vielleicht finden wir hier oben ja jetzt irgendwas. Nö, hier ist nix. Es ist nur diese gelbe Tür da unten, mehr nicht. Es führt also kein Weg dran vorbei. Es scheint tatsächlich hier zu sein. So, hier steht ja auch, sie betreten eine Untersuchungszone. Schauen wir uns mal ganz genau um. Hier gibt es nur einen einzigen Hinweis. Hier ist mal nichts. Glaube ich zumindest. Also ich habe da drin jetzt nichts gefunden. Es ist aber auch nur die Tür unten. Beziehungsweise, was ist denn mit der Dame hier? Können wir mit der reden? Schauen, was passiert, wenn wir sie verscheuchen. Macht sie gar nichts, okay. Und sonst ist nur die Tür. Hier haben wir auch jede Menge Papier und Schriftrollen und Klump und Zeug. Verschlossenes Haus, Hinweise 0 von 1. Ja, wie soll ich denn hier einen Hinweis finden, wenn hier gar keiner ist? Controller vibriert schon wieder so komisch, als wenn irgendwas passieren würde. Ich glaube, auf der Straße draußen, da ballern sie wieder wie die Idioten. Ja, das ist jetzt dezent merkwürdig. Wenn ich jetzt mal zur Tür laufe, bin ich eigentlich schon im Gebiet. Im Untersuchungsgebiet, aber hier heißt es einfach nur, Tür ist verriegelt. Das heißt, uns bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Alter, wer ballert denn da die ganze Zeit? Jetzt muss ich doch mal kurz nachgucken. Nix gibt's. Mann, das war das erste Mal, dass ich einen Zivilisten retten konnte. Ja gut, die Leute sind gerade nicht so happy, aber... Datenbank, Fallakten, die Rache der Vorfahren, Lösung des verstörenden Rätsels der nummerierten Leichen. Wieso nummerierte Leichen? Wir haben ja keine mehreren Leichen, wir haben nur
Stufen. De Paris freut sich, blutet von einem Schnitt. Blutige Spur des Mörders. Genau, die verfolgen wir nämlich gerade. Durchnummerierte Leichen. Pass mal auf, wenn da steht Nummer 2, was haben wir denn dann hier für eine Ding auf der Tür? Steht da vielleicht auch was? Ja, steht nix. Ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt hier machen kann. Ich kann mit dem Ding interagieren und nichts passiert. Das ist merkwürdig. Kann es sein, dass ich keine Dietriche habe? Ich meine, ich kann es leider Gottes auch nicht rausfinden jetzt. Ich wüsste nicht wie. Mal ganz kurz gucken. Fortschrittsanzeige, Charakteranpassung. Gemeinsam spielen, meine Bruderschaft, E-Shop, Datenbank, bla bla. Warte mal, hier müsste stehen, oder? Nee, Pistole, Flore, das ist... Steht hier leider Gottes nicht dabei. Dann werde ich mal ganz kurz einen Verkäufer aufsuchen. Auch wenn die Folge eigentlich gleich wieder rum ist, aber es geht leider jetzt nicht anders. Weil vielleicht fehlt uns einfach ein Dietrich, dass wir die Tür knacken können. Das wäre dann schon sehr blöd, aber mein Gott. Wobei ich das bezweifle, dass jetzt keine Dietriche mehr da sind, weil ich habe die letzte Folge ja erst aufgefüllt, die Dinger. Das ist der oben. So, Entschuldigung, darf ich mal? Ich muss hier mal... Verbrauchsgegenstände. Dietriche. 4 Stück im Besitz. Ich meine, ich kann es mal alles komplett auffüllen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich was bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir eh schon Dietriche haben. Besuchte Schauplätze haben wir auch erst 2 von 4. Pass mal auf. Grimanis Haus. Da waren wir zum Beispiel überhaupt noch nicht. Und das sind wir aber gerade ganz in der Nähe. Nein, nach unten, Arno. Nach unten, nach unten, nach unten. Wir wollen auf die Straße den Verbrecher töten. Natürlich. Ach, was soll's. Schnauze. So, dann gucken wir uns hier drin mal um. Alter, ist das gerade laut. Vier Hinweise. Das fängt schon mal gut an. Ich sehe nämlich überhaupt keinen Hinweis. Schauen wir uns einfach mal die Tür an, weil vielleicht klebt da an der Tür etwas. Ach, das ist wieder alles oben, im oberen Stockwerk. Ja, hier gibt es aber nirgendwo eine Treppe. Das heißt, wir befinden uns in der Untersuchungszone, aber irgendwie nicht in der Untersuchungszone. Und es regnet. Natürlich. Einfach nur, um diese drückende Atmosphäre zu untermauern, hat es begonnen zu regnen. So, tonnenweise Folterwerkzeuge. Die waren wohl beide Fans von Folterwerkzeugen. Was war denn da? Grimanis Haus. Leiche. Ähnlich wie beim anderen Opfer zeigt auch diese Leiche tiefe Verletzungen. Gebrochene Knochen stechen durch die Haut hervor. In der leblosen Hand befindet sich ein Anhänger in Form eines Schlüssels. Es ist möglich, dass er dem Mörder entrissen wurde. Ah. Da sieh mal einer an. Und hier weitere Hinweise? Ja, ne? Haben wir hier noch ein paar Folterwerkzeuge? Da liegt noch ein Brief. Bitte sei sehr umsichtig bei deinen Aussagen. Erst kürzlich hörte ich ein Gerücht, wonach eine Frau, die behauptet, eine Nachfahrin der Demolays zu sein, ihre Nase in allerlei Archive steckt. Es mögen Jahrhunderte vergangen sein, doch manche Ereignisse werfen lange Schatten. P. Terragon. Grimanis Haus. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin, da wollte ich hin und dann wollte ich da hin und dann wollte ich... Wo ist denn dieser komische Artikel schon wieder? Folterinstrumente, Leiche, teilweise verbrannter Brief, da die Zeitung.
Wir haben die Nogaré, das ist der Terragon, der ist umgebracht worden. Marigny. Und De Paris. Ach, guck mal, jetzt haben wir den Nachfahren von De Marigny gefunden. Zumindest ähneln sich die Namen sehr. Wenn man sich das mal überlegt. Grimani, Gerami, oder wie auch immer. Also, wie gesagt, die Namen ähneln sich. Kann sich also nur um drei Nachfahren der Inquisitoren handeln. Grimanis Haushinweise 3 von 4. Ja, wo ist denn der vierte Hinweis? Könnte vielleicht... Ach da. Das ist die 1, eine römische 1. Okay. So, und rein theoretisch müssen wir jetzt dahin und dann hätten wir alle Orte. Das heißt, jetzt kommen wir da hinten auch in den Raum rein. Logischerweise, samt Schlüssel. Wenn das nicht funktioniert, dann dreh ich eh durch. So, ich muss mal ganz kurz. Wieso macht er nicht das Doppel? Moment, ich muss mal kurz leiser machen auf dem Kopfhörer, das ist mir langsam wichtig. Ich frage mich, warum er jetzt das Doppelattentat nicht gemacht hat. Theoretisch sind die nah genug beieinander gestanden. Und zum Töten von Patrioten ist immer genügend Zeit in Assassin's Creed. Kann man schon mal machen, so kurzfristig, während eines Mordes bzw. einer Untersuchung an einem Mord. So, dann schauen wir mal. Tür ist entriegelt. Bin gespannt, was wir da drin vorfinden. Eine Person. Und wir haben hier lediglich einen einzigen Hinweis. Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte! Anne de Molay, die angeblich eine Nachfahrin von Jacques de Molay ist. Also, ganz ehrlich, für mich sieht die Sache klar aus. Meiner Meinung nach war es die Tante hier. Was hat denn der andere Typ behauptet? Der ist selber verletzt worden, aber... kann ich mal ganz kurz in die Datenbank gehen. Fallakten, die Rache der Vorfahren, bla bla. Anne de Molay gab an, die Morde seien gerechtfertigt gewesen. Die hätte jetzt natürlich ein... Grund dazu. Folterinstrumente, Buch, Aussage von Madame Terragon. Ihr Mann habe keine Feinde, ein Zeitungsartikel habe ihn sehr aufgebracht. Ja, natürlich. Brief von Terragon, Aussage von Victor de Brasi. Blutet von einem Schnitt, gab an, er sei von einer Frau angegriffen worden, die davongelaufen sei. Also tut mir leid, aber für mich ist der Fall glasklar. Die ehrenwerte Anne de Molay war es. Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte! Moment. Ihre Vorfahren töteten viele aus dem Templerorden. Sie verdienten einen grausamen Tod. Tja. So geht's aber nicht, gute Frau. Ich sollte nicht hier sein. Ich habe nur ein altes Unrecht korrigiert. Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, aus welchen Gründen die damals so gehandelt haben, aber die Nachfahren können nichts für die Taten der Vorfahren. Da sind die Vorfahren einzig allein dran schuld. So, werter Herr, was sagst du dazu? Jeder Trottel hätte diesen Fall lösen können, sage ich. Dennoch, wählt eine Waffe, wenn ihr wollt. Ja, du mich auch. Schuldige Person ohne falsche Anschuldigungen gefunden. Yay. Yeah. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Hab ich doch schon. So, die Rache der Vorfahren ist abgeschlossen. Wir haben eine neue Waffe freigeschaltet. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Da wagen wir uns dann an eine Assassinenmission. Und bis dahin verabschiede ich mich erstmal von euch. Tschüss.